So, schönen guten Tag, herzlich willkommen zur nächsten Vorlesung und großen Übung Grundbegriffe der Informatik. Wie üblich, wir fangen an mit noch so ein paar Anmerkungen zu der Vorlesung vor einer Woche. Da ging es um Hoare-Kalkül. Also im Prinzip geht es hier um die Frage, na, wie beweise ich denn, dass ein Algorithmus, den ich mir überlegt habe, überhaupt das Richtige leistet? Und dazu muss man natürlich irgendwie gesagt haben, was soll denn das Richtige sein? Und der Standpunkt, den man einnimmt beim Hoare-Kalkül, ist der, dass man sagt, also man hat so eine Anweisungsfolge, ein Programmstück groß S, und man sagt, gibt dann noch an, zwei sogenannte Zusicherungen, eine Vorbedingung groß P und eine Nachbedingung groß Q, die man üblicherweise so in geschweifte Klammern schreibt, so als Kommentare um das Programm außenrum. Der Gestalt, dass man sagt, okay, also was ich behaupte ist, dieses Hoare-Triple ist gültig. Das heißt, wenn ich eine Interpretation mir hernehme, also so einen Grundbereich nach dem Motto, ich habe hier ein Programm, das arbeitet mit ganzen Zahlen zum Beispiel, und eine Interpretation für die Funktions- und Relationssymbole, die so vorkommen, dann ist das Hoare-Triple gültig. Und also manchmal schränkt man sich einfach ein auf eine Interpretation, manchmal auf lässt man mehrere zu, aber halt nicht beliebige. Aber für die einen interessieren, das Hoare-Triple ist gültig, wenn für jede Variablenbelegung das Folgende gilt. Also, sofern überhaupt, bevor man mit dem Programm anfängt, die Zusicherung P, die Vorbedingung, war es in dieser Interpretation, die einen interessiert, für diese Variablenbelegung oder die Variablenbelegungen. Für jede Variablenbelegung, wenn das vorher die Vorbedingung wahr ist. Also wenn Sie in der Vorbedingung zum Beispiel groß P stehen haben, x größer 0, und Sie kommen jetzt an mit einer Variablenbelegung, wo x den Wert minus 3 hat, dann ist alles ganz egal, ja? Dann ist das Triple sowieso gültig. Der interessante Fall ist, in der Variablenbelegung die Vorbedingung ist wahr. Wenn das so ist und wenn die Ausführung dieses Programmstücks S für diese Variablenbelegung Beta terminiert, dann, also und die Variablenbelegung, die Variablen, die da in den Zusicherungen vorkommen, das sind halt Variablen, mit denen in dem Programmstück gearbeitet wird, dann nach Ausführung des Programmstücks, wenn es fertig ist, wird natürlich im Allgemeinen eine andere Variablenbelegung vorliegen, sonst hätte man das Programm ja gar nicht ausführen müssen, ja. Und dann muss für diese danach vorliegende neue Variablenbelegung Beta-Strich gelten. Also wenn man jetzt die Nachbedingung Q nimmt, in der Interpretation das auswertet mit der jetzt vorliegenden Variablenbelegung Beta-Strich, dann muss da wieder wahr rauskommen. Ja. Das ist die Forderung. Und um da zumindest halbwegs systematisch gewisse Programmstücke irgendwie daraufhin überprüfen zu können, ob das alles seine Ordnung hat, gibt es erstens so Axiome, die einem sagen, also für Zuweisungen, wie muss das denn aussehen, damit das ein gültiges Hoare-Triple ist? Also wenn Sie eine Zuweisung haben, Variable x kriegt den Wert, rechte Seite ist irgendein Term e, dann die Folgen, diese Triple hier sind immer gültig. Für jede Variablenbelegung q ist, Entschuldigung, für jede Nachbedingung q ist eine Vorbedingung, für die das Triple dann gültig wird, die hier, Sie nehmen die Nachbedingung Q, die sagt also irgendwas über die Variable x aus im Allgemeinen. Und dann die Vorbedingung, die Sie brauchen, damit das Triple gültig ist, ist, dass Sie in der Bedingung Q überall das
alle freien Vorkommen von x ersetzen durch den Term e, aber Obacht, es muss gelten, dass diese Substitution kollisionsfrei ist für die Nachbedingung q. Sie können ja nochmal nachgucken, was das bedeutet. Bei uns ist das immer kein Problem, weil wir nämlich in unseren Beispielen immer nur Zusicherungen hinschreiben werden, wo es gar keine Quantoren gibt. Und wenn es überhaupt keine Quantoren gibt, dann kann es bei der Substitution auch nicht zu Kollisionen kommen und man muss nicht weiter nachdenken. Also wenn Sie möchten, dass hinterher was für die Variable x gilt, also zum Beispiel x größer 0, wenn das in Q steht und x kriegt irgendeinen Wert, einen Term zugewiesen, dann muss eben vorher die Auswertung des Termes größer 0 sein. Ja? So, damit kann man schon mal für einzelne Zuweisungen passende Paare von Vorbedingungen und Nachbedingungen besorgen. Und wie Sie sehen, also man braucht die Nachbedingung, um dann eine passende Vorbedingung hinschreiben zu können. Ja, die Vorbedingung ergibt sich aus der Nachbedingung. Das sieht nach Vorgehen rückwärts aus, ist es auch irgendwie. Aber von der Vorbedingung zu einer passenden Nachbedingung, das geht halt nicht. So, damit kriegt man schon mal so ein paar kleine gültige Hohrtrippeln und dann gibt es Regeln, wie man aus manchen gültigen Hohrtrippeln neue, andere machen kann. Zum Beispiel, wenn Sie schon wissen, PSQ ist ein gültiges Hohrtrippel, also wenn vorher P wahr ist und Sie führen S aus und das kommt zum Ende, dann gilt hinterher Q. Und wenn Sie jetzt sagen, ah, ich habe eine Vorbedingung P', die ist stärker, aus P' folgt logisch immer P, dann dürfen Sie bei diesem Hohrtrippel da vorne statt P, P' hinschreiben und es ist immer noch alles gut. Und wenn Sie bei der Nachbedingung statt der Bedingung Q etwas Schwächeres hinschreiben, etwas, was sich logisch ergibt, was logisch folgt, irgendein Q', was aus Q folgt, dann dürfen Sie hinten statt Q auch Q' hinschreiben. Und wenn vorher PSQ gültig ist, hinterher P-SQ ist gültig. Das muss man nicht beides machen. Ne? Also Sie können natürlich statt Q-Q nehmen und hier Q' stehen lassen oder vorne statt P' stehen lassen. Und diese logische Implikation ist das, was Sie brauchen. Es kann natürlich sein, dass die beiden Formeln sogar äquivalent sind. Naja, dann erst recht gilt die Implikation. Ne? Genauso bei Q und Also so können Sie Vorbedingungen verstärken und müssen nicht nachdenken, ob das gültig bleibt und Nachbedingungen abschwächen. Dann, wenn Sie zwei Programmstücke hintereinander ausführen, dann, wenn Sie möchten, dass aus der Gültigkeit von der Vorbedingung P vorher nach Ausführung von erst S1 und dann S2, wenn das endet, zwangsläufig folgt, dass hinterher Nachbedingung R gilt, dann sind Sie auf der sicheren Seite, wenn Sie eine Zusicherung Q finden, sodass eben Q eine Nachbedingung ist, sodass PS1Q gültig ist und außerdem das eben als Vorbedingung taugt für S2 und QS2R auch ein gültiges Hohrtrippel ist. Dann können Sie das hintereinander setzen und wenn vorher P gilt, gilt hinterher R, sofern das endet. Das ist auch plausibel, leicht. Bei einem if-then-else, wenn Sie möchten, dass hinterher auf jeden Fall Q gilt, sofern vorher immer P wahr ist, was brauchen Sie dann? Dann muss jetzt anschaulich so ein bisschen Hände wedeln. Sowohl wenn Sie in den then-2 gehen und nach Ausführung von S1, da muss auf jeden Fall Q gelten, ja. Sonst können Sie nicht sicher sein, dass nach dem if-then-else immer Q gilt. Und genauso, wenn Sie aus irgendwelchen Gründen in den else-2 gehen, S2 ausführen, dann muss da auch Q gelten hinterher. Und was haben Sie zur Verfügung an Vorbedingungen? Naja, also wenn Sie gerne möchten, das funktioniert immer, wenn Sie mit Vorbedingung P zu dem if-then-else kommen, dann sowohl wenn Sie in den then-2 gehen, als auch wenn Sie in den else-2 gehen, natürlich, es gilt immer noch diese Vorbedingung. Aber Sie wissen noch, tatsächlich noch ein bisschen mehr, nämlich wenn Sie in den then-2 gehen und S1 ausführen, dann sind Sie eben dahin gegangen und nicht in den else-2. Das heißt, die Bedingung B ist ganz sicher auch wahr und Sie müssen nur zeigen, dass Sie ein gültiges Hohrtrippel haben, P und B als Vorbedingung, wenn Sie dann S1 ausführen und das terminiert, hinterher gilt Q. Also Sie wissen hier ein bisschen mehr als nur P, Sie wissen P und die Bedingung B war wahr. Und analog beim else-Zweig, Sie wissen nicht nur, P ist wahr, sondern Sie wissen auch noch, Sie sind in den else-Zweig gegangen, also B ist falsch, also nicht B ist wahr.
Und wenn die beiden Hortriple für S1 und das für S2 gültig sind, dann ist auch das für if then else gültig. Wenn vorher P gilt und das kommt zum Ende, hinterher gilt Q immer. Egal, ob sie durch den then-Zweig oder den else-Zweig laufen. So, und für eine While-Schleife, da ist das Schwierigste sozusagen. Also in der Praxis tut man sich da am schwersten. Und was Sie brauchen, ist eine sogenannte Schleifeninvariante, eine Zusicherung mit der Eigenschaft, wenn Sie den Schleifenrumpf hernehmen, nur den Schleifenrumpf, und Sie wissen, vor Ausführung gilt diese Zusicherung I, die sogenannte Schleifeninvariante, und weil Sie den Schleifenrumpf ausführen, Sie können auch sicher sein, dass die Bedingung der While-Schleife erfüllt ist. Dann, wenn Sie das ausführen und Ihr Schleifenrumpf zum Ende kommt, hinterher muss wieder diese Invariante I gelten. Wenn das gilt, dann heißt I eine Schleifeninvariante. Und wenn Sie sowas haben, dann können Sie sicher sein, wenn die Schleifeninvariante gilt, bevor Sie überhaupt anfangen mit der ganzen While-Schleife, dann, sofern die irgendwann zum Ende kommt, sei es, weil die Bedingung gleich am Anfang falsch war oder Sie machen ein paar Durchläufe und irgendwann später ist sie falsch, dann hinterher, weil einfach einmalige Ausführung des Schleifenrumpfes diese Zusicherung I invariant lässt, wenn es vorher war, ist es hinterher wieder wahr, können Sie sicher sein, wenn die Schleife zum Ende kommt, die Invariante gilt und Sie haben die Schleife abgebrochen, also B ist nicht mehr wahr, sondern nicht B. Einfache Beispiele für die Zuweisung. Zum Beispiel nehmen wir an, wir reden über die ganzen Zahlen und wir haben drei Zuweisungen. X kriegt den Wert x plus y, dann kriegt y den Wert x minus y und dann kriegt x den Wert x minus y. Was muss da am Anfang gelten, wenn man möchte, dass hinterher x den Wert a hat und y den Wert b? Also Sie haben die drei Zuweisungen und Sie möchten gerne am Ende wissen, x gleich a und y gleich b. Was ist eine vernünftige Vorbedingung? Und zwar eine möglichst allgemeine, eine möglichst schwache Vorbedingung. Ja, Sie können natürlich was ganz Starkes fordern, wie a gleich 0 und b gleich 0 und x gleich 0 und y gleich 0, dann ist alles gut, ja. Aber das ist halt sehr, sehr starke Forderung, ne? Wir möchten eine möglichst schwache Vorbedingung. Und mit diesen Zuweisungsaxiomen, da kriegt man schwache Vorbedingungen. Also wenn Sie hier wollen, nach der letzten Zuweisung, ja, wir hangeln uns jetzt von unten nach oben, x hat den Wert a und wenn x den Wert x minus y kriegt, dann muss eben vorher x minus y den Wert a haben. Und wenn Sie nach dieser Zuweisung hier y kriegt den Wert von x minus y, diese Zusicherung haben wollen, dann muss vorher die Zusicherung gelten, wo Sie das hier nehmen und überall, wo y frei vorkommt und Sie das kollisionsfrei substituieren können, und wir haben keine Quantoren, alles ist kollisionsfrei, dann eben da überall statt y x minus y reinschreiben. Haben Sie nochmal das Zuweisungsaxiom angewendet. Ab und zu darf man auch gerne mal nachdenken, und wenn man so arithmetische Ausdrücke sieht wie x minus in Klammern x minus y, das darf man natürlich vereinfachen, ja, das ist einfach y. Und wenn Sie jetzt also so eine andere Zusicherung hinschreiben, die sieht jetzt erstmal anders aus, ja, aber aus dieser Zusicherung folgt ja die in der Zeile drunter. Wenn y a ist und x minus y ist b, dann ist x minus y a und x minus y ist b. Ja. Da haben Sie also diese Methode benutzt, eine Vorbedingung ersetzen durch eine stärkere. Tatsächlich ist die nicht wirklich stärker, ja, das ist äquivalent. So, und dann haben Sie hier wieder eine Zuweisung. Wenn Sie möchten, dass hinterher x minus y gleich b ist und x kriegt den Wert von x plus y, dann vorher eben x plus y minus y ist gleich b. Und dann dürfen Sie hier wieder so ein bisschen verstärken und den arithmetischen Ausdruck vereinfachen. Und dann steht da y gleich a und x gleich b. Und dann wissen Sie, mit dieser Vorbedingung und dieser Zuweisung und dieser Nachbedingung, das ist ein gültiges Vortripel und von hier nach da über die nächste Zuweisung auch und von hier nach da auch. Das heißt, so implizit, Sie wenden hier zweimal diese Hintereinanderführungsregel aus. Und dann wissen Sie, das ist alles insgesamt ein gültiges Hortripel, also wenn Sie das zwischendurch alles weglassen, bleibt das übrig.
Wenn vorher y gleich a ist und x gleich b, dann hinterher x gleich a und y gleich b. Immer. Wenn Sie in den ganzen Zahlen rechnen. Und mit anderen Worten, diese drei Zuweisungen vertauschen die Werte der beiden Variablen x und y, ja? Ohne dass Sie eine Hilfsvariable benutzen. Funktioniert, wenn Sie in den ganzen Zahlen rechnen, was in einem echten Rechner nie der Fall ist, ne? Weil Sie da nicht beliebig große, beliebig kleine Zahlen haben. Schade. If then else. Stellen Sie sich vor, Sie wollen beweisen, dass das hier ein gültiges Vortripel ist, also dass das stimmt, wenn x vorher den Wert a hat und a ist wieder eine beliebige ganze Zahl und unsere Variablen auch ganze Zahlenwerte. Und Sie führen dann die Anweisung aus, wenn x größer gleich 0 ist, dann kriegt x den Wert x, also Sie machen gar nichts, aber wir müssen halt immer irgendwas Harmloses hinschreiben dann. Andernfalls, also wenn x kleiner 0 ist, x kriegt den Wert minus x. Behauptung hinterher immer, x hat den Wert von a Betrag. Egal, ob a am Anfang, ob das a positiv oder negativ oder 0 ist. So, wie macht man das? Naja, man benutzt diese Regel für if then else. Das p ist dieses x gleich a, ne? Das q ist dieses x gleich a Quadrat. Und das heißt, man muss sich darum kümmern. Also das ist gültig, wenn hier diese beiden einfacheren Tripel gültig sind. Also man muss sich den Then-Zweig angucken und den Else-Zweig und man muss sich fragen, für den Then-Zweig ist das so, P und B S1 Q ist ein gültiges Vortripel. Also Q ist x gleich a Betrag, S1 ist einfach nur x kriegt den Wert x. Und P und B ist ja, P ist x gleich a und B, die Bedingung des if ist x größer gleich 0. Und dann muss man sich wieder rückwärts hangeln, hier bei der Zuweisung, wenn hinterher x den Wert a Betrag haben soll und x kriegt den Wert von x, dann muss, ne, sie substituieren dieses x durch das x, da steht die gleiche Bedingung wieder da, x gleich a Quadrat. Und dann müssen Sie sich fragen, ist x gleich a und x größer gleich 0? Eine stärkere Vorbedingung impliziert das garantiert immer x gleich a Betrag. Und das ist so. Das kann man in drei Schritten machen oder halt sich direkt angucken, ne? Wenn x gleich a ist und x ist größer gleich 0, dann ist eben das a größer gleich 0 und dann ist a gleich a Betrag und dann ist x gleich a Betrag. Und damit ist man fertig. Und für den Else-Zweig analog, wenn Sie wollen, dass hinterher x gleich a Betrag ist und x kriegt den Wert von minus x, dann muss vorher minus x gleich a Betrag sein, also x gleich minus a Betrag. Und das bedeutet, x ist anscheinend negativ, ja, und das folgt also, ist äquivalent zu a ist echt kleiner 0 und x hat den Wert a. Und das folgt aus x gleich a und nicht x größer 0, ne? Nicht x größer 0 ist äquivalent zu x kleiner 0. Und dieses x gleich a und nicht x größer 0 ist genau das, was wir hier brauchen, ne? P x gleich a und nicht b, nicht x größer gleich 0. Und dann ist man beim Else-Zweig auch fertig und alles ist gut. Und das Schwierigste sind While-Schleifen. Hier auch noch ein Beispiel. Da ist immer die große Frage, wo kriegt man die Schleifeninvariante her? Und das Programmstück, wo wir das mal ausprobieren wollen, ist das hier. Eine Variable z kriegt den Wert 1 und wir nehmen jetzt hier an, alle Variablen haben den Wert n0. Ja? Nur Zahlen, ganze Zahlen größer gleich 0. Wir haben keine negativen Zahlen. Und z kriegt den Wert 1, i kriegt den Wert y. Und y ist so unsere Eingabevariable. Da steht ein Wert drin, für den wir was tun wollen. Und dann while i größer 0, z ist z mal i. Und i kriegt den Wert decrement i. Und decrement i, weil wir halt nur in n0 sind, müssen wir das irgendwie ein bisschen vorsichtig hinschreiben. Das soll i minus 1 sein, wenn i größer 0 ist. Und wenn i schon 0 ist, soll der Funktionswert hier auch wieder 0 sein. Also man zählt nicht unter 0 drunter, ne? Wir keine negativen Zahlen. Wenn man bei 0 ist, bleibt man bei 0. So, anschaulich. Stand das hier schon irgendwo? Nein. Hier steht ja schon in der Überschrift, ein Algorithmus, um die Fakultät einer Zahl auszurechnen.
Was ist Y-Fakultät? Y-Fakultät ist das Produkt aller Zahlen von 1 bis y. Also y mal y minus 1 mal 3, mal 3, 2, 1 mit Pünktchen. Ja, wir erlauben uns hier ungenau zu sein. Also Produkt aller Zahlen i, i gleich 1 bis y. Und was hier passiert, wenn Sie das angucken, am Anfang z ist 1, i ist am Anfang y, das heißt beim ersten Mal z kriegt den Wert y, ne, i ist y, das nächste Mal ist das i 1 kleiner, wird an das y, y minus 1 dran multipliziert und so weiter und so weiter. Das sieht so aus, als könnte das die Fakultät von y in der Variable z ausrechnen. Aber das wollen wir bitte beweisen. Und wir wollen beweisen, dass das immer so ist. Also die Vorbedingung, die wir reinstecken wollen, ist einfach nur 0 gleich 0. Ja, also immer. Das ist immer wahr. Also egal, welche Variablenbelegung am Anfang. Immer, wenn man das hier ausführt, die beiden Zuweisungen, dann die Schleife am Ende, z ist y-Fakultät. Und was muss man da tun? Ja, also man braucht halt eine Schleifeninvariante. Das heißt, eine Zusicherung i, sodass die gilt, wenn man hier nach diesen ersten beiden Zuweisungen zu der Wahlschleife hinkommt. Ja, also hier, das muss ein gültiges Vortrippel sein. Nach den ersten beiden Zuweisungen gilt i immer. Dann zweitens, wenn man die Wahlschleife ausführt und sie kommt irgendwann zum Ende dann, wenn vorher i gilt, hinterher sollte auch wieder i gelten, bitte. Und außerdem können wir dann sicher sein, dass i nicht mehr größer 0 ist, denn die Schleife hat ja aufgehört. Und dann kann man das hintereinander setzen und dann weiß man immer, es gilt am Ende i. Und was man dann noch gerne möchte, ist, dass man die Nachbedingungen abschwächen darf. Also irgendwie aus dem, was man sicher weiß, nach Beendigung der Wahlschleife, i und nicht i größer 0, sollte bitte folgen, dass z gleich y-Fakultät ist. Das brauchen wir. Ja? Und die Frage ist, was für ein i nimmt man denn da? Also woher kriegt man schöne Schleifeninvarianten? Gibt es nicht vielleicht einen Algorithmus? Da stecke ich den Programmtext rein, den Programmtext der Wahlschleife und rausplumpst eine schöne Schleifeninvariante. Die schlechte Nachricht ist, nein, so ein Programm gibt es nicht, kann es nicht geben. Das Problem, die richtig guten Schleifeninvarianten zu finden, das kann man nicht algorithmisch lösen. Man braucht Intuition oder Übung oder irgendwie was. Das können Sie nicht automatisieren. Mehr dazu lernen Sie in theoretische Grundlagen der Informatik oder formale Systeme, wenn Sie das irgendwann mal hören. Ja, was heißt denn gute Invariante? Also die Alternative, schlechte Invarianten kann man immer finden. Also Zusicherungen hinschreiben, die immer gelten, ist banal. 0 gleich 0, 1 gleich 1, irgendwie sowas. Das gilt immer. Super. Sind Invarianten. Da können Sie einen Schleifenrumpf ausführen, so oft Sie wollen. Das ändert sich nicht. 1 gleich 1, immer wahr. Aber das ist nicht hilfreich, denn was wir brauchen, ist eine Invariante, die insbesondere uns dann erlaubt, wenn die Schleife zu Ende ist, zu folgen. Ah, also wenn jetzt immer noch die Invariante gilt und i ist nicht größer 0, dann ist z gleich y-Fakultät in unserem Beispiel. Das heißt, bitte in der Invariante sollte irgendetwas über z und y stehen. Ja? Also die Invariante, die muss schon so ein bisschen Inhalt haben, die muss stark genug sein, damit man am Ende das folgern kann, was man gerne möchte, z gleich y-Fakultät. Solche Zusicherungen zu suchen, dass da folgt z gleich y-Fakultät, ist auch nicht schwierig. Da können Sie sowas hinschreiben wie y gleich 1 und z gleich 1. Dann ist z gleich y-Fakultät, ja, natürlich. Aber das ist zwar eine nette Zusicherung, aus der man das folgern kann, was wir folgern wollen, aber es ist viel zu stark. Denn das ist so stark, das ist überhaupt keine Schleifeninvariante mehr. Ja. Wenn Sie diese Zusicherung haben und Sie machen einmal den Schleifenrumpf, dann ist er wahrscheinlich kaputt, ist die Variante kaputt. Also man braucht so einen Kompromiss, ja. Diese Invariante, die muss stark genug sein, damit man am Ende das folgern kann, was man folgern will, aber schwach genug, damit es auch nicht bei einem Schleifendurchlauf kaputt geht, sondern eben nach jedem Schleifendurchlauf wieder gilt. Wie findet man das? Eine Möglichkeit habe ich Ihnen in der Vorlesung gezeigt. Machen Sie hier eine Wertetabelle und gucken Sie ein bisschen drauf.
Man kann auch was anderes machen. Also, wir haben ja hier diesen Rumpf, ne, und wir wissen, wenn I eine Invariante ist, die muss hinterher gelten, wenn vorher I gilt und die Bedingung der Weilschleife, sonst würde man den Rumpf ja nicht ausführen. Und dann kann man jetzt einfach sich mal fragen, also wenn man jetzt den allerletzten Durchlauf macht, dann muss ja nach dem letzten Durchlauf darf I nicht mehr größer 0 sein und da wir nur Zahlen größer gleich 0 angucken, das heißt nach dem letzten Durchlauf wird I gleich 0 sein. Und ne, wir nehmen jetzt mal an, Y ist größer 0, ja. Das ist sicher so. Und wenn das der letzte Durchlauf ist, dann vorher ist ja vermutlich I gleich 1, wenn das hier um 1 erniedrigt wird. Was muss denn sein, damit das ein gültiges Vortripel ist? Naja, wenn hinterher Z gleich Y-Fakultät und I gleich 0, dann, und Sie machen hier diese Zuweisung, I dekrementieren, dann muss vorher das für Dekrement I gelten. Z gleich Y-Fakultät und Dekrement I gleich 0. Und jetzt schreiben wir da was echt Stärkeres hin, nämlich Z gleich Y-Fakultät, Dekrement I ist 0 und I ist größer 0. Das ist eine stärkere Forderung. Das hier gilt auch, wenn I gleich 0 ist. Aber, ne, und das ist aber äquivalent zu, wenn I größer 0 und Dekrement I ist 0, dann muss I gleich 1 sein. Und wenn das nach z gleich z mal i gelten soll, dann muss vorher das hier gelten. Z mal i gleich y-Fakultät und i gleich 1. Und da i gleich 1 ist, ist das Äquivalent zu z mal 1 ist y-Fakultät und i gleich 1. Und das folgt in der Tat aus der Invariante. Z gleich y-Fakultät und i gleich 1. Das war der letzte Streifendurchlauf. Dann machen wir den nächsten, den vorletzten. Da gilt am Ende i gleich 1. Und dann hangeln wir uns wieder hier nach oben mit Dekrement i und so. Und wir landen bei dieser Zusicherung hier. Z mal 2 mal 1 ist y-Fakultät und i ist 2. Und dann machen Sie das nochmal. Also hinterher i ist 2 und dann hangeln Sie sich nach oben. Vor dem Dekrement muss i 3 sein. Und vor dem z ist z mal i, haben Sie dann diese Vorbedingung hier, wenn i gleich 3 ist. Und dann gilt also, nein, ja, machen wir es so. Dann gilt das hier. Ja, nehmen wir diese Zeile. Z mal 3 mal 2 mal 1 ist y-Fakultät und i ist 3. Und einen Schleifendurchlauf später haben wir das hier. Wenn Sie das so angucken, i ist 2 und z mal 2 mal 1 ist y-Fakultät. 2 mal 1, das ist das i-Fakultät. Und hier auch. I ist 3 und z mal 3 mal 2 mal 1 ist i-Fakultät, ist y-Fakultät. Das riecht nach einem Plan, ja? Vermutung im Allgemeinen, z mal i-Fakultät ist gleich y-Fakultät. Das scheint immer zu klappen. Vermutung, Hoffnung, das ist eine schöne Schleifeninvariante. Also auch wieder, ne, Sie gucken sich so Zusicherungen an, nach ein paar Schleifen durchlaufen, das ist so Wertetabelle implizit und dann merken Sie hoffentlich was. Also die Hoffnung ist, wir haben jetzt erfolgreich eine Schleifeninvariante gesucht und jetzt müssen wir halt zeigen. Also erstens, das hier ist ein gültiges Vortripel. Ja? Also gut. Wenn immer, wenn 0 gleich 0 gilt, Sie machen die beiden Zuweisungen, hinterher geht Z mal I-Fakultät ist Y-Fakultät. Ja, machen Sie die Zuweisungen rückwärts und Sie stellen fest, Sie landen bei der Voraussetzung Y-Fakultät gleich Y-Fakultät und das ist äquivalent zu 0 gleich 0, das ist immer wahr. Gut, dann hier die Weilschleife, da müssen Sie sich jetzt eben den Rumpf angucken und hier einmal rückwärts gehen, wenn Sie möchten, dass hinterher z mal i-Fakultät y-Fakultät ist und i kriegt den Wert von Dekrement i dann hier 1 hoch. Und das folgt aus y echt größer 0. Das dürfen wir hier ruhig mal annehmen, denn wir sind ja in den Schleifenhof reingegangen. Das macht uns nichts kaputt. Und daraus folgt das und mit dieser Zuweisung haben Sie das. Und i mal i minus 1 Fakultät ist i-Fakultät. Und hurra, es hat geklappt. Und dann bleibt noch
zu guter Letzt zu überprüfen, dass die Invariante stark genug ist, um uns zu sagen, Z ist Y-Fakultät. Naja, also wir wissen am Ende, Z ist Y, Z mal I-Fakultät ist Y-Fakultät und nicht mehr I ist größer 0. Wir sind nicht mehr in den Schleifenrumpf gegangen. Und weil wir nur nicht negative ganze Zahlen haben, ist nicht I größer 0 äquivalent zu I ist gleich 0. Und wenn Z mal 0 Fakultät Y Fakultät ist, 0 Fakultät ist per Definition immer 1. Und dann sind wir da, wo wir hin wollten. Hurra, da haben wir es geschafft. So viel noch zu Hoare-Kalkül. Und damit kommen wir zum Vorlesungsteil. Und da haben wir das letzte Mal angefangen mit dem Kapitel über gerichtete und ungerichtete Graphen. Ein gerichteter Graph, also jetzt ist ein Bruch. Ich rede direkt weiter, weil wir immer so viel zu tun haben. Ein gerichteter Graph ist bei uns eine endliche, aber nicht leere Knotenmenge groß V und eine endliche Teilmenge groß E von Kanten. Und jede Kante ist ein Paar von Knoten, sowas wie 0, 3 hier. Und das bedeutet, wenn man es hinmalt, also Knoten malt man halt irgendwie so als Kringel hin und schreibt vielleicht noch rein, welcher Knoten das ist. Im Allgemeinen tut man das. Und wenn 0, 3 eine Kante ist, dann malt man einen Pfeil, der bei dem Knoten 0, bei dem Kringel mit der 0 anfängt und mit der Pfeilspitze am Ende zeigt auf den Kringel mit der 3. Das sind gerichtete Graphen. Und die Kantenmenge ist ja einfach eine Relation, ja, eine Menge von Knotenpaaren. Und dann kann man sich natürlich andere Relationen angucken, zum Beispiel E Stern, reflexiv-transitive Hülle von E. Und das bedeutet dann, da habe ich dann ein Knotenpaar XY in dieser Relation, wenn es eben eine vielleicht leere oder nicht le leere Folge von Kanten gibt von x zu einem Knoten zum nächsten, am Ende zu y. Sowas haben wir einen Pfad genannt, ja. Also xy ist in E Stern, wenn es einen Pfad gibt, der bei x anfängt und bei y aufhört, in dem gerichteten Graphen. Der Pfad kann Länge 0 haben, man muss über gar keine Kante gehen, ja. Da steht einfach nur der Knoten x als erster Knoten und das ist auch gleich der letzte Knoten des Pfades und es geht gar nicht weiter. Das ist E Stern. Das sagt einem in dem Graphen, von welchen Knoten komme ich zu welchen. Und dann hatten wir insbesondere uns angeguckt den Begriff strenger Zusammenhang. Ein Graph ist streng zusammenhängend, wenn man zu jedem Knoten, zu jedem kommt, entlang irgendeines Pfades. Das heißt, das ist genau dann der Fall, wenn E Stern die Menge aller Knotenpaare V Kreuz V ist. Oh, was war das? Das war völlig falsch. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Da muss ich jetzt mal Augenblick das wiederholen. Ach. So, gleich geht's weiter. Wir brauchen gleich auch noch die Folien vom nächsten Kapitel. Also, das hier sind die, die wir zuerst haben wollen. Ja, wir waren hier. So, das sind gerichtete Graphen, also Kanten gehen immer von einem Knoten zu einem anderen Knoten, haben eine Richtung. Und manchmal ist es aber auch schön, sich ungerichtete Graphen anzugucken. Da hat man irgendwie ganz natürlich, man hat keine Richtung, sondern man hat nur manchmal zwei Knoten, die über eine Kante miteinander verbunden sind, so ganz symmetrisch, ohne Richtung und eben manchmal nicht. Und bei ungerichteten Graphen haben wir auch wieder eine endliche lichtleere Menge von Knoten. Und die Kanten sind jetzt keine Paare, wo man unterscheiden kann, Anfang und Ende, sondern Mengen mit im Allgemeinen zwei Knoten x und y. Aber die sind gleichberechtigt in der Menge drin. Ja, in einer Menge haben wir keine Ordnung.
Und es ist aber auch hier wieder erlaubt, dass x gleich y ist, ne? So, dass man solche Schlingen hat. Bei gerichteten Graphen ist das halt ein Pfeil, der geht bei einem Knoten los und macht einen kleinen Kringel und zeigt auch direkt wieder auf den Knoten. Da steht also bei gerichteten Graphen, Klammer auf, x, x, Klammer zu. Hier, wenn jetzt x gleich y ist, eine Schlinge, dann steht ja nur zweimal das gleiche Element und das heißt mit anderen Worten, das ist einfach nur eine Menge mit einem Knoten drin. So, und dann haben wir auch wieder allerlei Begriffe definiert, wie, und insbesondere haben wir gesagt, wenn man einen ungerichteten Graphen hat, dann kann man daraus sozusagen einen zugehörigen gerichteten Graphen machen, indem man die ungerichtete Kante im Ungerichteten ersetzt durch zwei gerichtete Kanten im gerichteten Fall, die in die beiden Richtungen gehen und jeweils auch einen von den beiden verbundenen Knoten hier mit dem anderen verbunden. Ja, also die gerichtete Kantenrelation EG, wenn E von einem ungerichteten Graphen stammt, ist die Menge aller gerichteten Paare XY, wenn die Menge XY eine Kante im ungerichteten Graphen ist. Und diese Definition, auch wenn sie einseitig aussieht, da folgt automatisch, also wenn Sie hier bei x zum Beispiel x gleich 0, y gleich 1 haben, dann hier 0, 1 ist eine Kante, aber 1, 0 ist auch eine Kante, denn hier gibt es keine Reihenfolge. Ja? So, und Frage, gibt es auch Graphen, wo das gemischt ist? Manche Kanten sind gerichtet, manche ungerichtet. Also im Prinzip kann man sowas natürlich machen, aber wir machen das nicht. Ja? Im Zweifelsfall würde ich immer sagen, also wenn ich sowas möchte, dann ersetze ich halt die ungerichtete Kante durch zwei gerichtete in entgegengesetzte Richtungen und es ist einfach gerichtet und man hat den gleichen Effekt, in Anführungszeichen. So, wann wollen wir sagen, ein ungerichteter Graph ist zusammenhängend? Weil da kann man jetzt sagen, da geht man einfach zu dem zugehörigen gerichteten Graphen, ersetzt also jeden Strich, jede ungerichtete Kante durch zwei Pfeile in entgegengesetzte Richtungen und guckt, ob der Graph streng zusammenhängend ist. Also zum Beispiel dieser Graph hier ist ein ungerichteter Graph. Ist der zusammenhängend? Nach der Definition, also man ersetzt jede Kante durch zwei entgegengesetzte Pfeile und man fragt sich dann einfach, ist dieser Graph hier streng zusammenhängend? Als gerichteter Graph, so wie wir es definiert haben, kommt man von jedem Knoten entlang der Pfeile zu jedem und die Antwort ist ja. Man kann auch manchmal das Umgekehrte brauchen, also man geht aus von einem gerichteten Graphen, zum Beispiel sowas hier, wo man also nicht in jede Richtung, wenn man einen Pfeil hat, in die entgegengesetzte Richtung auch einen habe, muss nicht sein. Und sagt dann, okay, und jetzt lasse ich einfach die Pfeilspitzen weg und verbinde einfach, mache einen ungerichteten Graphen und zwei Knoten sind verbunden in dem ungerichteten Graphen, wenn es in eine von den beiden Richtungen zwischen zwei Knoten hier im gerichteten Fall mindestens einer Richtung einen Pfeil gibt. Und weil es hier einen Pfeil von unten links nach unten rechts gibt, male ich hier eine Kante von unten links nach unten rechts. Und die Knotenmenge lässt man gleich. Ja? Also da sehen Sie, man kann auch aus einem gerichteten Graphen einen ungerichteten machen. Aber Sie sehen auch, wenn Sie aus dem ungerichteten jetzt wieder einen gerichteten machen, da kommt nicht mehr der da oben raus. Ja? Wenn Sie aus dem ungerichteten wieder einen gerichteten machen, so wie wir es definiert haben, haben Sie überall Paare von gerichteten Kanten. Und das war da oben nicht der Fall. Trotzdem ist das hier manchmal nützlich, aus einem gerichteten einen ungerichteten machen. Also sprich, man nimmt die Pfeilspitzen weg und wenn man zwei Striche hätte, man nimmt nur einen. Ja, wir haben, unser Formalismus erlaubt nicht mehrere Kanten, also hier zum Beispiel im ungerichteten Fall, mehrere Kanten zwischen zwei Knoten. Oder hier im gerichteten Fall mehrere Pfeile, die irgendwie unterscheidbar sind vom gleichen Start zum gleichen Zielknoten. Das gibt es nicht. Wenn Sie jetzt zum Beispiel definieren wollen, was ist ein ungerichteter Baum, dann können Sie genau dieses Pfeilspitzen wegmachen benutzen und sagen, ein ungerichteter Baum, das ist ein ungerichteter Graph, der so entsteht. Man nimmt einen gerichteten Baum, so wie wir das definiert hatten. Es gibt eine Wurzel und von der zu jedem Knoten genau einen Pfad.
machen die Pfeilspitzen weg, also gehen über zu dem von dem gerichteten Baum zu dem zugehörigen ungerichteten Graphen, wo die Pfeilspitzen weg sind. Und das, was da rauskommt, das nennt man immer einen ungerichteten Baum. Zum Beispiel. Stellen Sie vor, Sie haben einen gerichteten Baum, 0 ist die Wurzel, ein Pfeil nach 1, von 1 ein Pfeil nach 2, von 2 ein Pfeil nach 3, von da nach 4, von da nach 5. Das ist ein gerichteter Baum. Und wenn Sie die Pfeilspitzen weglassen, haben Sie diesen Graphen hier mit diesen 6 Knoten von 0 bis 5 und immer aufeinander folgen. Sie sind durch einen Strich verbunden, eine Kante. Der gleiche ungerichtete Baum entsteht, entsteht auch, wenn Sie sagen, ach nein, nicht 0 war die Wurzel und dann Pfeile nach rechts, sondern zum Beispiel 5 war die Wurzel und ich habe lauter Pfeile nach links, von 5 nach 4, von 4 nach 3, von 1 nach 0. Das ist auch ein gerichteter Baum. Wenn Sie die Pfeilspitzen weglassen, Sie kriegen hier den gleichen ungerichteten. Und genauso hier unten, da können Sie auch sich viele Möglichkeiten ausdenken, was Wurzel ist. Also genauer gesagt, Sie können genau wie hier, jeden Knoten sagen, ah, das war im gerichteten Baum die Wurzel und dann male ich hier lauter Pfeile und wenn ich sie weglasse, male ich lauter Pfeile, sodass das ein gerichteter Baum ist und wenn ich die Pfeilspitzen weglasse, habe ich dieses Gebilde. Das sind ungerichtete Bäume. Das Problem bei so ungerichteten Bäumen ist, es ist nicht mehr offensichtlich, was die Wurzel mal war, ja, und Sie können sich das sozusagen aussuchen und bei einem ungerichteten Baum, es gibt nicht die offensichtliche Wurzel. Und deswegen, wenn Sie bei einem ungerichteten Baum über die Wurzel reden wollen, dann müssen Sie explizit sagen, ach, und ich meine übrigens, das und das ist die Wurzel. Sie könnten jeden Knoten als Wurzel nehmen. Bei gerichteten Graphen hatten wir Knotengrad definiert, ja, Ausgangsgrad, wie viele Kanten führen weg. Eingangsgrad, wie viele Kanten führen hin zu einem Knoten und dann der Gesamtgrad, die Summe von Ausgangsgrad und Eingangsgrad. Jetzt bei ungerichteten Graphen haben wir nicht mehr die Unterscheidung wegführende, hinführende Kanten. Und das führt dann dazu, dass man bei Schlingen nicht so recht weiß, was man eigentlich definieren soll. Und verschiedene Autoren definieren dann einfach verschiedene Dinge, je nachdem, was für sie, für die Formulierung dann bequemer ist. Und deswegen, wann immer Sie etwas lesen, wo es um Knotengrad geht, in ungerichteten Graphen, schauen Sie nach, was der jeweilige Autor als Definition zugrunde legt. Wir definieren es so, der Grad eines Knoten x in einem ungerichteten Graphen ist erstens die Anzahl der y ungleich x, also die Anzahl anderer Knoten als x, mit der Eigenschaft, es gibt eine Kante zwischen x und y. Also Sie zählen, wie viele Kanten führen zu anderen Knoten. Gut, das ist harmlos. Und dann ist noch die Frage, ja, jetzt könnte es ja noch sein, dass es auch eine Schlinge gibt an dem Knoten x. Wie wollen wir das berücksichtigen? Und da kann man jetzt eben 1 addieren, weil man sagt, ah, das ist noch eine weitere Kante. Oder man kann 2 addieren, weil man sagt, ah, das sind ja 2 Kantenenden, die an dem Knoten dran kleben. Und wir wollen mal annehmen, wir addieren 2. Ich würde aber ehrlich gesagt nie eine Aufgabe stellen, schon gar nicht in der Klausur, wo es wichtig ist, dass man genau weiß, dass wir in der Vorlesung das so definiert haben und dass da nicht 1 steht in unserer Definition. Also nicht in der Klausur. Also sowas auswendig zu lernen ist Quatsch, weil es nicht alle so machen. Ja? Also, wenn Sie diesen ungerichteten Graphen haben, 2 Knoten A, B, eine Kante zwischen A und B und eine Schlinge an B, dann wollen wir hier sagen, der Knotengrad von B ist 3. Ja? 1 für die Kante nach A plus 2 für die Schlinge, die an B dranhängt. Ne? Also es sind so 3 Kantenenden, die an B dran kleben sozusagen. So. Wenn Sie einen ungerichteten Graphen haben mit einer Kantenmenge E und dann gehen Sie über zu dem gerichteten Graphen, da habe ich gesagt, also immer
die ungerichtete Kante, wir ersetzen sie durch zwei Pfeile in entgegengesetzte Richtungen. Also wenn Sie dann zu dem gerichteten Graphen übergehen, zu dem zugehörigen, dann haben Sie, wann immer Sie einen Pfeil von x nach y haben, haben Sie immer auch einen Pfeil von y nach x. Und die Kantenmenge des zugehörigen gerichteten Graphen ist eine Relation. Und die hat also diese Eigenschaft, wann immer xy in der Relation ist, dann auch yx. Sowas kommt nicht nur vor, wenn Sie von einem ungerichteten zum zugehörigen gerichteten Graphen übergehen. Und deswegen gibt es einen Namen für diese Eigenschaft, die Relationen ab und zu mal haben. Und diese Eigenschaft heißt Symmetrie. Also eine binäre Relation auf einer Menge n, m heißt symmetrisch, wenn für jedes x und jedes y gilt. Wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x. Wo haben wir sowas schon gesehen? Da gab es schon Beispiele. Nämlich, ach so, ja. Und jetzt gibt es insbesondere Relationen, die sind reflexiv, transitiv und symmetrisch. Die Begriffe reflexiv und transitiv kennen Sie von reflexiv-transitiver Hülle. Und symmetrisch haben wir gerade definiert. Und es gibt Relationen, die haben alle drei Eigenschaften. Und Relationen, die alle drei Eigenschaften haben, nur schon mal als Mitteilung, heißen Äquivalenzrelationen. Triviales Beispiel, ja, also das ganz einfache Beispiel ist einfach Gleichheit. Nehmen Sie eine Menge von Zahlen und zwei Zahlen stehen in Relation, wenn sie gleich sind. Das ist reflexiv, jede Zahl ist gleich sich selbst. Wenn x gleich y und y gleich z, dann x gleich z. Und wenn x gleich y, dann auch y gleich x, also auch symmetrisch. Entschuldigung. Isomorphie von Graphen ist eine Äquivalenzrelation auf Graphen. Jeder Graph ist zu sich selbst isomorph. Und dass das transitiv ist und symmetrisch, das habe ich in der letzten Vorlesung angesprochen, bei gerichteten Graphen, dass diese Eigenschaften erfüllt sind. Wenn Sie Zahlen haben, dann können Sie sagen, zwei Zahlen sind äquivalent oder wie man sagt, kongruent modulo m. Wenn m die Differenz x minus y teilt oder anders gesagt, wenn x und y den gleichen Rest modulo m nennen, bei Nachdivision durch m lassen. Aber zum Beispiel kleiner gleich ist keine Äquivalenzrelation, ist nicht symmetrisch, ne, weil 3 ist zwar kleiner gleich 5, aber 5 nicht kleiner gleich 3. Zu Graphen nochmal. Wenn Sie von, ich blätter nochmal ein paar Folien zurück. Hier. Wenn Sie einen ungerichteten Graphen nehmen, machen daraus einen gerichteten Graphen. Auf diese Art und Weise. So. Welche Eigenschaften hat jetzt diese Relation? Also die ist symmetrisch, ne? Wann immer Sie von x nach y kommen, Sie kommen auch von y nach x. Das ist symmetrisch. Aber diese Relation hier ist die Kantenrelation E ist nicht transitiv, denn sie kommen zwar von dem Knoten oben links über einen Pfad, also sie kommen von dem Knoten oben links nach oben rechts und von oben rechts nach unten rechts, aber für Transitivität müsste dann auch direkt eine Kante von oben links nach unten rechts existieren. Haben wir hier nicht für die Kantenrelation E. Und es ist auch nicht reflexiv, weil Sie keine Schlingen haben hier. Wenn Sie natürlich diese Relation nehmen und gehen jetzt zur reflexiv-transitiven Hülle über, dann haben Sie etwas, das ist immer noch symmetrisch und es ist reflexiv und es ist transitiv, also reflexiv und transitiv, weil die Hülle das eben ist. Und Sie stellen fest, wenn Sie genau hingucken, das ist auch immer noch symmetrisch. Also die reflexiv-transitive Hülle hiervon ist eine Äquivalenzrelation. Und was Sie dann sehen, ist, von jedem Knoten zu jedem gibt es einen Pfeil. Also auch hier links oben, links unten gibt es noch Pfeile rauf und runter. Und hier kreuz, diagonal auch von oben nach unten, von unten nach oben. Von jedem zu jedem gibt es einen Pfeil. Das ist ein Spezialfall von Äquivalenzrelation. So, wo waren wir? Na, hier waren wir nicht. Hier waren wir bei Äquivalenzrelationen. Und damit sind wir auch durch mit ungerichteten Graphen.
Also der Unterschied zu gerichteten Graphen ist, die Kanten haben keine Richtung. Ein paar Begriffe sind analog bei beiden, aber es gibt eben auch Unterschiede. Ja, also man definiert auch, was ist ein ungerichteter Baum, aber es ist eben etwas anderes als ein gerichteter Baum. Und man muss dann halt üben, so ein bisschen mit den Begriffen zu arbeiten. Viele sind es ja nicht. Zusammenhang und Baum sind die wesentlichen, ja. Und dann vielleicht ab und zu mal einen zeichnen oder eben definieren, beschreiben, präzise festlegen, ja. Der vielleicht irgendwelche schönen Eigenschaften hat. Und damit sind wir im Wesentlichen auch durch mit diesem Kapitel. Es gibt noch einen Abschnitt, über den wir hier aber nicht reden. Also, da haben wir letztes Jahr nicht drüber geredet und dieses Jahr auch nicht. Und zum Abschluss nur nochmal der Hinweis: Das einführende, motivierende Beispiel mit den 7 Brücken über die Pregel oder den Pregel, ich weiß nicht. Das können wir noch gar nicht so richtig, also mit dem, was wir bisher veranstaltet haben, noch gar nicht so richtig als Graph realisieren. Also man könnte ja sagen, ah, hier, also jede Brücke ist eine Kante und die Knoten, das sind eben diese Landmassen, die durch die Flussläufe abgetrennt werden. Aber sowas ist bei uns als Graph nicht zulässig, weil, wie vorhin schon gesagt, zwischen zwei Knoten, sie können nur eine Kante haben, sie können nicht zwei verschiedene Kanten haben. Dann kann man unterschiedlich jetzt weitermachen. Entweder man ändert halt seinen Formalismus von Graph, das heißt dann Multigraph. Das macht man manchmal, das lassen wir hier weg. Oder man macht halt seine Modellierung hier dieses Problems anders und man nennt die Brücken auch noch zu Knoten und macht dann sozusagen den Teil der Brücke, der direkt über dem Wasser schwebt, macht man auch zu Knoten und dann die Wege vom Land rauf auf die Brücke und runter zur Insel oder so, das sind dann die Kanten. Und dann kann man sich auch wieder diese Frage mit, gibt es einen Spaziergang, der über jede Brücke führt, können Sie dann irgendwie anders formulieren. Es gibt dann hier irgendwie zwei Sorten von Knoten. Also so, das ist das, was wir weggelassen haben. Manchmal sagt man dann, ja, es gibt verschiedene Sorten von Knoten, verschiedene Sorten von Kanten, na, solche Dinge. Aber also ich will nur sagen, es geht da noch weiter. Und damit sind wir am Ende dieses Kapitels und wir merken uns, was eine symmetrische Relation ist auch. Und Sie haben schon mal gesehen, die Definition von Äquivalenzrelation. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Begriff in der Informatik, also wirklich ganz, ganz wichtig. Der wird Ihnen noch oft in allen möglichen Vorlesungen über den Weg laufen. Manchmal so, dass die Leute explizit darüber reden, aber manchmal auch so, dass die Leute nicht explizit darüber reden. Ne? Aber Sie werden es merken. Manchmal dauert es vielleicht ein bisschen, bis Sie es merken, aber dann können Sie sich freuen und sagen, ah, da sehe ich was. Ne? Insbesondere, wenn wir dann in der Vorlesung hier noch ein bisschen allgemeiner über Äquivalenzrelationen geredet haben, dann haben Sie ein bisschen mehr Vorstellung, warum das schön ist. So, jetzt hatten wir also Graphen, insbesondere gerichtete Graphen, und jetzt wollen wir uns ein erstes algorithmisches Problem angucken, eine erste Aufgabenstellung, die man bei Graphen betrachten kann. Dazu. Also Algorithmus heißt, wir bewegen uns vorsichtig Richtung, wir schreiben ein Programm hin. Und das heißt, man muss dann erstmal drüber nachdenken, ja, wie repräsentiere ich denn so einen gerichteten Graphen im Rechner? Ein Bild malen und scannen ist vielleicht nicht das Ideale. Und dann gucken wir uns an, wie man ausrechnen kann aus einer Repräsentation des Graphen. Für jedes Paar von Knoten, wie viele Pfade der Länge 2 es gibt. Und dann verallgemeinern wir das ein bisschen. Und dann gucken wir uns an, wie man die Matrix für E Stern ausrechnen kann. Also hier steht schon das Wort Adjazenzmatrix. Das wird etwas sein, das repräsentiert die Kantenmenge. Und dann wollen wir ausrechnen die Wegematrix. Das repräsentiert dann sozusagen die Menge der Pfade. Also das sagt uns dann, von welchem Knoten zu welchem gibt es einen Pfad. Und da fangen wir mit einer harmlosen Methode an und dann werden Sie sehen, na, manchmal
Es ist tatsächlich schlau, vorsichtig anzufangen und dann so nach und nach so ein bisschen zu optimieren und nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Wie kann man gerichtete Graphen in einem Rechner repräsentieren oder im Algorithmus? Mithilfe der sogenannten Adjazenzmatrix. Also hier unten links sehen Sie einen Beispielgraphen, vier Knoten, 0, 1, 2, 3, also irgendwie schön durchnummeriert, ja, mit ein paar Kanten. So, und die Repräsentation dieses Graphen hier als Adjazenzmatrix, die sehen Sie hier rechts. Was ist eine Adjazenzmatrix? Das ist so ein Gebilde, da malt man immer große runde Klammern links und rechts davon, die das Gebilde einschließen. Und das Gebilde im Fall der Adjazenzmatrix besteht aus genauso vielen Zeilen, wie es Knoten in dem Graphen gibt, und genauso vielen Spalten, wie es Knoten in dem Graphen gibt. Und ich habe jetzt hier mal zur besseren Orientierung nochmal die Knotennummern vor jede Zeile und über jede Spalte hingeschrieben. Das hat man im Allgemeinen bei einer Matrix nicht. Und dann in jeder Zeile, jeder Spalte steht eine Zahl zum Beispiel. Und bei uns hier jetzt bei der Adjazenzmatrix steht da immer nur 0 oder 1. Im Allgemeinen, also wenn Sie lineare Algebra hören, dann haben Sie das natürlich schon längst gesehen, ja. Aber es gibt vielleicht auch vereinzelt Hörer, die haben keine lineare Algebra im Hintergrund. Und denen sei also gesagt, so sieht eine Matrix aus, ja. Eine rechteckige Anordnung von Zahlen mit runden Klammern außenrum. Und wenn es die Adjazenzmatrix ist, ist Zeilenzahl gleich Spaltenzahl, dann hat man so eine quadratische Anordnung von Zahlen. Und für die Adjazenzmatrix ist also jetzt die Festlegung die folgende. Jede Zeilennummer I ist ja entspricht einem Knoten, jede Spaltennummer J entspricht auch einem Knoten. Und dann schreibt man an irgendeiner Stelle in Zeile I, Spalte J, also zum Beispiel in Zeile 2, Spalte 3, eine 1 hin, genau dann, wenn es in dem Graphen eine Kante gibt von 2 nach 3. Und wie Sie sehen, es gibt eine Kante von 2 nach 3, also schreiben wir hier eine 1 hin. Es gibt auch eine Kante von 3 nach 2, also in Zeile 3, Spalte 2, da schreiben wir auch eine 1 hin. Es gibt keine Kante von 0 nach 2, deswegen in Zeile 0, Spalte 2, da steht eine 0. Es gibt eine Kante von 2 nach 2, also hier Zeile 2, Spalte 2, es steht eine 1. Ja, und so füllt man halt alles aus. Also eine 1 genau dann, wenn IJ eine Kante ist. Oder da die Kantenmenge ja einfach eine binäre Relation ist, das können Sie verallgemeinern. Jede Relation können Sie so durch so eine Matrix repräsentieren. Ja? Nullen und Einsen und in Zeile I, Spalte J steht eine 1 genau dann, wenn I in Relation zu J steht. Und Adjazenzmatrizen betrachtet man auch für ungerichtete Graphen und da nimmt man einfach statt des ungerichteten Graphen den zugehörigen gerichteten Graphen und malt für den das hin. Und weil der zugehörige gerichtete Graph eines ungerichteten symmetrisch ist, also überall Sie sowas haben wie hier, es gibt eine Kante von 2 nach 3 und auch zurück, dass dieses 2 nach 3 und 3 nach 2 führt ja dazu, dass Sie hier zwei Einsen haben, ne? Hier die 1, Zeile 2, Spalte 3 und da. Das ist also irgendwie so symmetrisch bezüglich dieser Diagonalen. Also wenn Sie hier so eine Spiegelachse einmal diagonal von oben links nach unten rechts durchdenken, dann, ne, ist das symmetrisch. So, wenn Sie spiegeln, haben Sie hier die gleichen Werte. Und weil der zugehörige gerichtete Graph eines ungerichteten, der ist ja nicht so, symmetrisch ist. Die Adjazenzmatrix eines ungerichteten Graphen ist symmetrisch bezüglich der Hauptdiagonale, wie man sagt. Und hier sehen Sie, dass der Graph nicht symmetrisch ist. Hier steht eine 1 und da steht eine 0. So, das können Sie also für beliebige binäre Relationen auf irgendeiner Menge machen, also wenn die Elemente der Menge irgendwie naheliegend durchnummeriert sind oder so, ne, dass Sie irgendwie wissen, welches Element entspricht welcher Zeile. Oder man sagt es halt explizit. Sie schreiben dann in Zeile I, Spalte J eine 1, genau dann, wenn I in Relation zu J steht und eine 0, wenn das nicht der Fall ist. Das geht für jede Relation. Das können Sie auch für diese Erreichbarkeitsrelation E Stern machen. Das ist also die Relation, die Ihnen sagt, na, I steht in Relation J.
in der Relation E Stern genau dann, wenn es einen Pfad von I nach J gibt und nicht in der Relation, wenn es keinen Pfad von I nach J gibt. Das ist auch eine Relation, ja, E Stern, reflexiv-transitive Hülle von E. Und das können Sie auch eben, weil es eine Relation ist, als so eine Matrix hinschreiben. Die nennen wir dann mal groß W und das ist die sogenannte Wegematrix eines Graphen. Also sozusagen Definition von Wegematrix ist, wenn Sie das irgendwo anders nachlesen, steht da wahrscheinlich meistens, das ist eine Matrix, da steht in Zeile I, Spalte J genau dann eine 1, wenn es einen Pfad, welcher Länge auch immer, von I nach J gibt. Und da steht eine 0, wenn es keinen Pfad gibt, gar keinen von I nach J. Und dann haben Sie sofort ein einfaches algorithmisches Problem oder gar nicht so einfach. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie sollen ein Programm schreiben, das bekommt irgendwie immer eine Adjazenzmatrix eines Graphen. Und Ihr Programm soll halt für alle Adjazenzmatrizen funktionieren. Also Eingabe eine Adjazenzmatrix und was das Programm machen soll, ist die Wegematrix ausrechnen. Also Sie kriegen eine Matrix, da sehen Sie, von wo nach wo gibt es explizit einzelne Kanten und Sie sollen ausrechnen, von wo nach wo gibt es Pfade irgendeiner Länge. Und damit wollen wir uns jetzt ein bisschen beschäftigen. Und wenn man so einen einfachen Graphen hat, wie dem Beispiel Graphen von eben mit der Adjazenzmatrix, die habe ich hier unten auch nochmal hingeschrieben, und Sie sollen jetzt die Wegematrix bestimmen, naja, dann können Sie natürlich einfach sich angucken, was sehe ich denn? Und wenn Sie sich die Definition angucken, ja, also in der Wegematrix steht eine 1, genau dann, wenn von I nach J ein Pfad geht, also steht in Relation E Stern. Und E Stern ist ja die Vereinigung E hoch 0, vereinigt E hoch 1, vereinigt E hoch 2 und so weiter. Das heißt, E hoch 0 insbesondere, das heißt, es gibt immer einen Pfad von I nach J, wenn I gleich J ist. Da gibt es den Pfad, da gehen Sie über gar keine Kanten her. Sie stellen sich hin, hier, sagen, hier gehe ich los und freuen sich, ach, ich bin ja schon da. Das funktioniert für jedes I. Und deswegen in der Wegematrix, Sie haben für jedes I einen Pfad von I nach I. Und das heißt, auf der Diagonalen hier unten in der Wegematrix immer stehen garantiert Einsen. Da müssen Sie gar nicht nachdenken. Es gibt einen Pfad von 0 nach 0. Von 1 nach 1, von 2 nach 2, von 3 nach 3. Die Pfade der Länge 0. So, das ist sowieso immer so. Dann, wenn Sie sich diesen Graphen hier so angucken, da sehen Sie zum Beispiel diesen einfachen Zyklus, um den Begriff nochmal zu benutzen, von 2 nach 1, von 1 nach 3, von 3 nach 2, von 2 nach 1. Haben Sie hier so einen Zyklus, da können Sie im Kreis gehen und wenn Sie so einen Kreis haben, so einen Zyklus, natürlich von jedem Knoten, der zu dem Zyklus gehört, kommen Sie zu jedem anderen, der auf dem Zyklus liegt. Das heißt, diese Knoten 1, 2, 3, da kommen Sie von jedem zu jedem, offensichtlich. Und das heißt, in der Wegematrix, hier unten in dem Bereich von Knoten 1, 2, 3 zu Knoten 1, 2, 3, also für den Zeilenbereich und den Spaltenbereich, da ist völlig klar, hier unten, da muss auch überall eine 1 stehen. Sie kommen hier von jedem zu jedem. Und dann sehen Sie hier von 0, Sie kommen nach 1 und wenn Sie zu 1 kommen, dann kommen Sie natürlich eben auch zu jedem anderen auf dem Zyklus. Das heißt, von Knoten 0, es gibt Pfade zu allen Knoten. Also hier in der Zeile für 0 können Sie lauter Einsen schreiben. Und jetzt fehlt nicht mehr viel, jetzt fehlen noch diese Einträge von Knoten 1, 2, 3 zu Knoten 0. Na, zu Knoten 0 hin führt aber keine einzige Kante, ja? Keine Pfeilspitze endet bei 0. Und das heißt, von keinem anderen Knoten finden Sie einen Pfad zu 0 hin, denn der Pfad müsste ja mit einer letzten Kante enden, die zu 0 hin zeigt. Sowas gibt es gar nicht. Und deswegen hier in der Spalte für 0, Pfade zu 0 hin, gibt es keine. Entschuldigung, außer für den Sie starten direkt bei 0 und brauchen gar keine Kanten. Ne? Dann schon. So, das ist die Wegematrix dieses Graphen, konstruiert durch Inspektion der Kantenmenge. Ja? Das geht in diesem Beispiel,
weil das so schön klein ist, nur vier Knoten, ja, da kann man und relativ wenig Kanten, da hat man noch einen Plan. Aber wenn der Graph nicht vier Knoten hat, sondern 4 Millionen Knoten, dann haben sie natürlich verloren. Außer der Graph hat gar keine Kanten oder irgendwie so ein Spaß. Und dann ist die Frage, wie macht man es denn dann, wenn man nicht mehr hingucken kann, sondern das automatisieren muss, sprich, wenn man einen Algorithmus braucht. Und damit werden wir uns jetzt dann gleich beschäftigen. Also wir nehmen mit Relationen, also zum Beispiel die Kantenmenge eines gerichteten Graphen können Sie durch eine Matrix repräsentieren, mit Nullen und Einsen drin, die Adjazenzmatrix. Und dann muss man halt, kann man sich halt überlegen, ja, wenn der Graph so und so ist, wie sieht, weiß ich dann was über die Adjazenzmatrix oder sehe ich an der Adjazenzmatrix, dass der Graph ein Baum ist oder streng zusammenhängend oder was auch immer, ja? So, und um die Wegematrix auszurechnen, also das machen wir nicht alles auf einmal, wir fangen mal etwas langsamer an. Also stellen Sie sich vor, wir haben die Adjazenzmatrix eines Graphen und jetzt nehmen wir mal einen anderen Graphen, den ich hier links hingemalt habe, mit sieben Knoten und hier rechts habe ich die Adjazenzmatrix hingeschrieben. Sieben Knoten heißt, die Adjazenzmatrix hat sieben Zeilen, sieben Spalten, 49 Einträge, aber der Graph ist also recht spärlich mit Kanten versehen. Es gibt nur sechs Kanten. Von zwei gehen drei Kanten weg zu irgendwelchen Knoten und von drei Knoten gehen auch Kanten zu vier. Und jetzt interessieren wir uns die Frage, wo sind denn bitte die Pfade der Länge 2 von Knoten 4 nach Knoten 2? Und erstmal natürlich wieder, deswegen habe ich das Beispiel so gewählt, wir gucken auf das Bild oder inspizieren die Kantenmenge und sehen, naja, also von 2 komme ich ja nur zu drei Knoten, nämlich 1, 3 und 6. Und dann muss ich halt gucken, von welchen dieser Knoten 1, 3 und 6 komme ich im nächsten Schritt zu 4. Das muss im nächsten Schritt sein, denn der Pfad darf ja nur Länge 2 haben. Und da sieht man, aha, von 2 über 1 nach 4 gibt es einen Pfad der Länge 2 und von 2 über 6 nach 4 gibt es einen Pfad der Länge 2. Jetzt im Allgemeinen will man das natürlich etwas systematischer machen. Und wie? Naja, also man muss eben für alle Knoten K überprüfen, ist das ein Pfad der Länge 2? Man fängt an bei 2, geht eine Kante zu Knoten K und von K zu Knoten 4. Das könnte potenziell auch sein, dass K wieder 2 ist, weil an 2 eine Schlinge hängt und dann eine Kante von 2 nach 4 führt. Haben wir hier aber nicht. Ne? Aber also systematisch, ne, man guckt halt alle an. Man geht alle K durch und schaut, ist das ein Pfad? Was heißt das? Das ist ein Pfad der Länge 2. Naja, da muss es von 2 nach k eine Kante gehen und von k nach 4 eine Kante gehen. Ne? Was heißt das für die Adjazenzmatrix des Graphen? Naja, wenn von 2 nach k eine Kante existiert, ist der Eintrag in Zeile 2, Spalte k der Adjazenzmatrix 1. Und ach so, das habe ich gar nicht explizit gesagt. Also wenn ich sowas hinschreibe wie groß A, Index 2k, dann meine ich in der Matrix A den Eintrag in Zeile 2, Spalte k. Das muss eine 1 sein, damit dann, nur dann habe ich eine Kante von 2 nach k. Und damit eine Kante von k nach 4 existiert, muss a k 4 gleich 1 sein. Beides. Und da die Einträge in der Adjazenzmatrix alle nur 0 oder 1 sind, die beide gleich 1 ist gleichbedeutend mit das Produkt ist 1. Das ist äquivalent, weil wir nur Nullen und Einsen haben als Einträge. Ja. Und was man also wissen möchte, wenn man alle Pfade finden will, ist, für welche k ist es so, dass a2k mal ak4 gleich 1 ist? Da muss man also alle k durchgehen. Und dann, wenn man sozusagen k von 0 bis 6 durchgeht, dann a2k, da geht man in der Zeile 2 von a alle Einträge von links nach rechts durch. Und ak4, da geht man in der Spalte 4 alle Einträge von oben nach unten in der Adjazenzmatrix durch. Ne? Gleichzeitig. Also malen wir uns das mal hin. Da habe ich hier unten einmal die Adjazenzmatrix skizziert von A mit explizit den Werten in Zeile 2 der Matrix. 0, 1, 0, 1 und 0, 1.
Und hier oben rechts nochmal die Adjazenzmatrix und dann nur die Einträge in Spalte 4. Und Sie sehen ja, zum Beispiel zu 4, es gibt Kanten von 0, 1 und 6. Deswegen gibt es ja Einträge in den Zeilen 1er, Einträge in den Zeilen 0, 1 und 6. Und von 2 gehen die Pfeile nach 1, 3 und 6. Also 1, 3, 6. So, und was müssen Sie jetzt tun? Sie müssen jetzt also für jedes K irgendwie gucken, A2K, also zum Beispiel A20 und A04. Und hier steht eine 0 und da steht eine 1 und das Produkt ist 0. A21 ist 1 und A14 ist 1, das Produkt ist 1. A22 ist 0, A24 ist 0, das Produkt ist 0. Das nächste Produkt ist 0, da ist zwar hier eine 1, hier A23 ist 1, aber A34 ist 0. 0, 0, 0, 0, 0. Oh, und es gibt noch einen Fall, wo 1 rauskommt, nämlich A26 mal A64. Und Sie sehen diese beiden Einser ja als Produkt von dem Bit hier unten sozusagen und dem Eintrag hier rechts. Das sind genau die beiden Einser, die dem Faden von 2 über 1 nach 4 und von 2 über 6 nach 4 entsprechen. Und wir sehen hier zwei so Pfade. Und anders gesagt, wenn Sie jetzt hier diese Produkte, die wir hier ausgerechnet haben, alle aufaddieren, dann kommt da 2 raus. Das ist die Anzahl der Pfade von 2 nach 4. Und jetzt malen wir mal hier unten einfach noch eine dritte Matrix hin und schreiben hier in die Zeile, in die gleiche Zeile, in der wir hier die Einträge in der Adjazenzmatrix in der Zeile durchgegangen sind. In der Spalte, in der wir hier in der Adjazenzmatrix die Spalte durchgegangen sind, hier in Zeile 2, Spalte 4, schreiben wir jetzt mal die Summe hin, die Zahl 2. Die sagt uns, es gibt 2 Pfade von Knoten 2 nach Knoten 4. Und das können Sie natürlich nicht nur mit Startknoten 2, mit Zielknoten 4 machen, das können Sie mit allen anderen Knoten auch machen, immer hier so. Für Knoten 5 die Zeile von 5 durchgehen und für Knoten 2 die Spalte von 2. Auch immer diese Produkte ausrechnen, das gibt immer 0 und 1. Und aufaddieren steht hier irgendwas. Und das ist dann die Anzahl der Pfade der Länge 2 von 5 nach 2. Da gibt es keine. Ja? Aber da steht dann eben dann eine 0. So, und das gibt dann, wenn Sie das für alle Knotenpaare IJ machen, gibt das hier eine neue Matrix. Die hat auch so viele Zeilen, wie es Knoten gibt, so viele Spalten, wie es Knoten gibt. So, also P2, also nennen wir die Matrix hier unten mal P wie Produkt. P24 ist einfach die Summe der Produkte A2K mal AK4. Aufaddiert über alle K, Sie gehen hier durch die ganze Zeile, die ganze Spalte. Sie sehen, die sind gleich lang. Ja? Die Zeile hier ist gleich der Spalte hier. Die Länge. Immer beides hat 7 Einträge. Das geht immer schön auf. Und das machen Sie halt allgemein. Und die schon gesehen haben, wie man Matrizen multipliziert, haben das wahrscheinlich schon wiedererkannt. Ja? Also wenn Sie zwei Matrizen jetzt im Allgemeinen, verschiedene Matrizen A und B haben, und wenn die Matrix A n Spalten hat, also in jeder Zeile von A stehen n Einträge, und die Matrix B hat n Zeilen, also in jeder Spalte von B sind n Einträge, also die Zeilen von A sind genauso lang wie die Spalten von B, dann können Sie eine neue Matrix machen, die hat genauso viele Zeilen wie A und genauso viele Spalten wie B. Und den Eintrag in Zeile I, Spalte J, für jedes I, das passt, und jedes J. Rechnen Sie so aus, Summe aller AIK mal BKJ, wobei K durchläuft alle möglichen Werte, Nummer einer Spalte in A, Nummer einer Zeile in B. Und das gibt also eine Matrix, und das nennt man dann das Produkt der beiden Matrizen A und B. Und Obacht, im Allgemeinen, wenn Sie A mal B ausrechnen können, B mal A können Sie gar nicht ausrechnen. Das geht nur, wenn L gleich M ist. Und dann ist aber B mal A im Allgemeinen, wenn L gleich M ist, hat eine andere Größe als A mal B. Und selbst wenn es die gleiche Größe hat, wenn L und M alle auch gleich N sind,
im Allgemeinen, da kommen verschiedene Werte raus. Dieses Produkt ist nicht kommutativ. Und ja, wenn man das als Algorithmus machen will, dann schreibt man Vorschleifen hin. Ja. Eine Schleife, da geht man alle eine Variable i, die durchläuft alle möglichen Werte, Zeilennummer der Produktmatrix C. Eine Schleife, da durchläuft man alle Nummern j für eine Spalte von C. Und dann rechnet man eben alle Einträge C, I, J des Produkts aus. Und wir initialisieren das hier erstmal mit 0. Und dann kommt das, was diese Summe aller A, I, K mal B, K, J macht. Sie machen eine Schleife, dann lassen Sie K laufen. Und da gehen Sie gleichzeitig durch die Zeile I von A und holen sich immer so ein A, I, K. Und gehen parallel dazu durch die Spalte J von B, holen sich das BKJ, multiplizieren die beiden und addieren dieses Produkt auf das CIJ drauf. Und am Ende haben Sie in jedem Eintrag den richtigen Wert stehen. So kann man Matrizen multiplizieren, muss man aber nicht. Das ist die naheliegende Methode, wenn man diese Definition hier sieht. Aber es gibt tatsächlich bessere Methoden. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Im nächsten Kapitel oder im übernächsten. Ich glaube im nächsten. So, vielleicht noch kurz. Dieses Produkt von Matrizen, da gibt es neutrale Elemente. Die müssen natürlich immer die passende Größe haben, so weil das, damit das mit Zeilenzahl, Spaltenzahl passt. Und die neutralen Elemente sind quadratische Matrizen, die nennt man Einheitsmatrizen. Da steht fast überall 0, außer in den Einträgen auf der Diagonalen, da steht immer 1. Ne? Und wenn Sie dann eine solche Matrix nehmen, so eine Einheitsmatrix I der passenden Größe und multiplizieren mit irgendeiner Matrix A, dann kommt da wieder A raus. Und wenn Sie das von rechts multiplizieren, kommt auch A raus. Und wenn A rechteckig ist, dann also nicht quadratisch ist, dann muss aber diese Einheitsmatrix, die Sie hier von rechts dran multiplizieren, eine andere Größe haben als die von links. Das kommt darauf an, wie viele Zeilen bzw. Spalten A hat. Wenn die Matrix quadratisch ist, die Matrix A, dann können Sie die mit sich selber multiplizieren und dann haben Sie so naheliegend Potenzen. Und dann definiert man wieder das, was Sie jetzt wahrscheinlich nicht mehr überrascht, ja, A hoch 0, Matrix hoch 0 ist einfach die Einheitsmatrix, das neutrale Element bezüglich Multiplikation von Matrizen. Und A hoch n plus 1 ist A hoch n mal A. So. Und wenn Sie jetzt die Adjazenzmatrix A nehmen und quadrieren die, also rechnen A mal A aus, was steht dann in A Quadrat in Zeile I Spalte J? Na, da steht eben die Summe der A, I, K, A, K, J. K gleich 0 bis n minus 1. Und so ein Produkt AIK mal AKJ ist 1, genau dann, wenn die beiden Einträge 1 sind. Wir haben nur Nullen und Einsen in der Adjazenzmatrix. Also genau dann, wenn Kanten von I nach K und von K nach J existieren. Also genau dann, wenn Sie einen Pfad der Länge 2 von I nach J haben, der über K führt. Und verschiedene Ks, wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, liefern verschiedene Pfade. Und deswegen, wenn Sie diese Produkte hier alle aufaddieren in Zeile I Spalte J von A Quadrat, steht genau die Anzahl der Pfade der Länge 2 von I nach J. Also in A Quadrat sehen Sie die Anzahl der Pfade der Länge 2 von I nach J. Ja. Aha, aha. Das merken wir uns schon mal. Matrizen kann man auch addieren. Also wenn Sie zwei Matrizen haben mit gleich vielen Zeilen, gleich vielen Spalten, dann einfach Summe von den Matrizen ist einfach, Sie machen das komponentenweise. Ja? Also 1 plus 10 gibt 11, 2 plus 20 gibt 22, 3 plus 30, 33 und so weiter. Wenn Sie das rechnen, dann müssen Sie halt in der Summe so viele Einträge ausrechnen, wie halt die beiden Summanden auch groß sind und die haben jeweils eine Addition. So. Und jetzt kommen wir zur Wegematrix. Also jetzt wollen wir die Matrix ausrechnen, die die
Relation E Stern repräsentiert. Also von wo nach wo gibt es Pfade irgendeiner Länge? So, E Stern, die reflexiv-transitive Hülle von E, war definiert als große Vereinigung aller Relationen E hoch I für I aus N0. Das sind also unendlich viele Relationen E hoch I hier, ja, für jedes I eine. Wenn wir jetzt uns irgendwie, werden wir diese Definition von E-Stern als Inspiration hernehmen müssen, um die Wegematrix, also die Matrix, die E-Stern repräsentiert, auszurechnen. Und da ist die erste Frage, was macht man mit diesen unendlich vielen Relationen, mit denen man hier angeblich rumtun muss? Das muss irgendwie weg. Wir wollen in endlich vielen Schritten das Ergebnis haben. Dann ist die Frage, woher kriegen wir die Matrizen für E hoch 0, E hoch 1, E hoch 2, E hoch 3, E hoch 4, E hoch 5? Und dann ist die Frage der Vereinigung. Matrizen vereinigen können wir nicht. Wir können sie nur addieren und solche Dinge tun. Was macht man denn da? Als erstes diese unendlich vielen Relationen E hoch I, die da stehen. Ja? Die stehen da zwar formal, damit das immer schön klappt, aber tatsächlich, man braucht gar nicht unendlich viele. Stellen Sie sich vor, Sie wollen wissen, ob es einen Pfad von I nach J gibt in einem gerichteten Graphen. Und der Graph hat N-Knoten. Das sind endlich viele. Ja? Wir betrachten nur endliche Graphen. Also endlich viele. Ja? 42 Knoten. Mehr hat der Graph. Mehr Knoten gibt es nicht. Und stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt einen Pfad von Knoten I, also so I0, I1, I2 bis IK. Ne? K-Kanten. Von dem Knoten I0. I0 soll der Knoten I sein und IK, das soll der Knoten J sein. Wir haben nur 42 verschiedene Knoten in dem Graphen. Wenn Sie jetzt hier in dieser Liste mindestens 43 Knoten haben, also wenn K mindestens N ist, dann stehen da ja N plus 1. Also I1 bis IN sind N-Knoten und I0 ist der N plus erste. Da haben Sie hier 43 oder noch mehr Knoten stehen und es gibt aber nur 42 verschiedene. Da muss ja einer doppelt vorkommen. Und das heißt, auf diesem Pfad von I0 nach IK, Sie kommen irgendwo bei einem Knoten vorbei und dann später nochmal, da sind Sie mal im Kreis gelaufen und dann laufen Sie nach IK. Wenn Sie sich dafür interessieren, ich will einfach nur irgendwie von I nach J kommen, dann können Sie dieses im Kreislaufen ja weglassen. Und das heißt, Sie können mindestens eine Kante sparen. Und dann schmeißen Sie den Zyklus halt raus und dann haben Sie einen kürzeren Pfad von I nach J. Und wenn der immer noch mindestens N Kanten enthält, N plus 1 Knoten, dann haben Sie da noch einen Zyklus, dann können Sie noch einen Zyklus weglassen. Das können Sie immer machen, solange Sie mindestens N Kanten haben. Und das machen Sie dann eben so lange, bis das nicht mehr der Fall ist. Und das heißt garantiert, wenn Sie überhaupt einen Pfad hatten am Anfang von I nach J, am Ende, Sie haben einen gefunden, der hat nur noch Länge N minus 1, höchstens. Also für Erreichbarkeit, Sie müssen sich nicht alle Pfade angucken, potenziell, sondern nur die Länge kleiner gleich N minus 1. Also tatsächlich für einen Graphen, wenn der N-Knoten hat, E Stern ist nicht nur Vereinigung der E hoch I für I gleich für I aus N0, sondern es reicht eine endliche Menge I aus 0 bis N minus 1. Und wenn ein Knoten erreichbar ist von einem anderen aus, wenn es einen Pfad gibt, dann auch einen kurzen. Aber natürlich, jetzt, das kommt Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen albern vor, Sie können natürlich auch längere Pfade angucken. Das schadet nicht. Also wenn Sie jetzt nicht nur bis e hoch n minus 1 gehen, sondern bis e hoch n plus 3 Millionen, da sehen Sie mehr Pfade. Das gibt Ihnen keine neue Einsichten in die Erreichbarkeit, aber es ist nicht verboten. Jetzt werden Sie sagen, ja, ja, ist klar, natürlich, aber was soll das denn? Na, wir werden sehen. Nicht mehr heute, aber das nächste Mal dann vielleicht. Also, unendliche Vereinigung ist weg. Jetzt müssen wir nur noch mit endlichen Vereinigungen klarkommen. Und Behauptung,
Wenn Sie einen gerichteten Graphen haben mit Adjazenzmatrix A, dann für jedes K gilt, wenn Sie A hoch K ausrechnen, also die k-te Potenz der Adjazenzmatrix, dann ist der Eintrag in Zeile I Spalte J immer genau die Anzahl der Pfade der Länge genau K in dem Graphen von I nach J. Für a gleich 2 haben wir uns das vorhin zu Fuß überlegt. Für k gleich 0, a hoch 0 ist die Einheitsmatrix. Sie erinnern sich, Pfade der Länge 0, also Einheitsmatrix, alles ist 0, nur auf der Diagonale ist 1. Pfade der Länge 0 gibt es nur von jedem Knoten zu sich selber, zu keinem anderen. Das passt auch. Und k gleich 1, da steht hier die Adjazenzmatrix. Das sagt einem, wo gibt es Kanten? Und Kanten sind genau die Pfade der Länge 1. Also für 0, 1, 2 ist das irgendwie offensichtlich. Und das schreit irgendwie nach Induktion und die funktioniert auch, die machen wir gar nicht. Der Induktionsschritt ist nämlich fast so wie das, was wir uns vorhin für den Fall k gleich 2 überlegt haben. Also das gilt wirklich immer. Also in a hoch k sehen wir die Anzahl der Pfade der Länge k von i nach j. Was uns am Ende interessiert, ist ja nicht die Anzahl für die Wegematrix, sondern nur, ob es einen Pfad gibt. Und das heißt, es ist noch sinnvoll, sich eine Funktion zu besorgen, die aus allen Zahlen größer 0 eine 1 macht. Und nehmen wir die Signumfunktion, das ist eine Funktion von reellen Zahlen nach reelle Zahlen und liefert als Funktionswert immer nur 1 oder 0 oder minus 1. Und Funktionswert 0 kommt nur raus für x gleich 0. Für alle Zahlen echt größer 0 ist der Funktionswert 1. Also insbesondere für 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Auch für andere reelle Zahlen, aber die brauchen wir nicht. Also kommt da immer 1 raus. Für alle positiven Argumente kommt 1 raus und für alle negativen Zahlen kommt minus 1 raus. Das macht aus einer Zahl eine Zahl und wir wollen uns auch erlauben, einfach hinzuschreiben, Signum anwenden auf eine Matrix. Und das soll einfach bedeuten, die Matrix, die sich ergibt, indem man die Signumfunktion auf jeden Eintrag einzeln anwendet. Also Signum einer Matrix, da sieht man dann in Zeile I Spalte J das, was man rauskriegt, wenn man die Signumfunktion auf den Eintrag in Zeile I Spalte J von M anwendet. Und das bedeutet, wenn Sie jetzt a hoch k nehmen und da die Signumfunktion noch drauf anwenden, dann sehen Sie nicht mehr, wie viele Pfade von I nach J gehen der Länge K, sondern Sie sehen nur, gibt es mindestens einen, dann steht da 1. Wenn die Anzahl größer gleich 1 ist, macht die Signumfunktion 1 draus. Und wenn die Anzahl der Pfade der Länge K 0 ist, macht die Signumfunktion 0 draus. Da haben Sie eine Matrix mit lauter Nullen und Einsen und also Signum von A hoch K repräsentiert die Relation E hoch K. Und damit können wir schon fast eine Wegematrix ausrechnen. Was wir noch jetzt brauchen, ist etwas für diese Vereinigung. Ja, wir brauchen jetzt noch Vereinigung von E hoch 0 und E hoch 1 und E hoch 2. Also, und das auf Matrizen ausgedrückt. Nun, ein Paar IJ ist in der Vereinigung zweier Relationen, R und R'. Genau dann, wenn es in der einen Relation ist oder in der anderen oder in beiden. Ne? Das heißt, wenn AIJ1 ist, wenn A die Matrix ist, die die Relation R repräsentiert, oder A' ist 1 an der richtigen Stelle, wenn A' die Relation R' repräsentiert. Und das ist gleichbedeutend, da die Einträge in diesen repräsentierenden Matrizen nur 0 und 1 sind, dass die Summe mindestens 1 ist. Und das heißt, Signum von der Summe sollte 1 sein. Und das heißt, die Vereinigung von zwei Relationen wird durch das Signum von der Summe der Matrizen repräsentiert, die die einzelnen Relationen repräsentieren. Und deswegen gilt das hier. Sie können die Wegematrix ausrechnen, sofern Sie das hier schon als Rechenvorschrift akzeptieren, indem Sie alle Potenzen der Adjazenzmatrix ausrechnen, a hoch 0, a hoch 1, a hoch 2 bis a hoch k.
wobei das k mindestens n minus 1 sein sollte, ja, damit wir alle erreichbaren Knoten immer erreicht haben können. Also Sie addieren alle a hoch i von 0 bis k, k mindestens n minus 1 und rechnen davon die Signumfunktion aus. Behauptung, das ist die Wegematrix. Das ist nicht genau das, was sich aus dem ergibt, was ich gerade argumentiert habe. Deswegen, wenn wir das nächste Mal noch ein kleines bisschen was dazu sagen. Aber mit dieser ersten Idee, wie man eine Wegematrix ausrechnen könnte, so macht man das nicht in der Praxis, weil das viel zu langsam ist, sind wir für heute am Ende. Schönen Dank und bis zum nächsten Mal.